Aber Deri, ich bin's der Klausi und über Oberpfalz, da sind wir daheim. Wo ist der Oberpfalz? Im Super Bayernland. Heute haben wir das Thema Sulz. Der Sulz Kaffee, das ist nicht mein Fall, ich mache meinen Sulz selber. Ein Sulz ist eine super Brotzeit in der Vorweihnachtszeit oder in der Herbstzeit, wenn es draußen kalt wird, wenn die Zorgelzeit losgeht, ist es eigentlich eine hervorragende Brotzeit bei uns im bayerischen Land. Zum Sud braucht man einen Degel voll Wasser. Das wird schon warm bei mir. Das ist ungefähr zu 2/3 voll. Das kommt nicht mehr drauf an, wie viel Sud das du machen möchtest. Ich brauche da gute 12 Dollar oder was ich machen will. Da brauche ich schon so einen Degel voll Wasser. So die Zutaten. Kommt eine. Auf jeden Fall ein Essig. Ich nehme Essigessenz, weil der mehr Pfiff hat als ein normaler Essig. Dazu ein Pries voll Brühe. Ein Salz, ein Pfeffer, auf jeden Fall ein Sauerbratengewürz. Als besonderer Schmankerl nehme ich, dass einen ganz leichten süß-sauer Geschmack kriegt, das Essigwasser von süß-sauren Gurken. Muss ich sagen, ist echt super. Das nehme ich auch für andere Rezepte. Wenn Gurken alle sind, hebe halt ich immer den Glasl auf, weil das wird nicht so schnell hin, das Wasser. Und einen frischen Lorbeer vom heimischen Garten. So, und jetzt wird aufgesulzt. Dann kommen wir jetzt einfach die verschiedenen Zutaten rein. Ich drehe jetzt einmal auf Stufe 4, dass das Wasser warm wird, oder machen wir noch höher, Stufe 6. Als erstes einmal haben wir mal hübsch Essig rein. Wird sparen, wird geizen. Wenn das ausgesulzt ist, wird das alles müde. Und wir können auch noch nachwürzen. Ich sage euch nur eins, ich sage euch keine Mengenangaben, weil das muss einmal im Frühjahr. Kochen, noch Mengenangaben, das wird nichts. Als nächstes nehme ich Brühe. Da brauche ich auch bloß ein bisschen was. Ja, dass das ein bisschen Geschmack kriegt. Nächstes ein wenig Salz. Ja. Ein wenig Pfeffer. Dann, wie gesagt, das Gurkenwasser tue ich immer mit dazu. Wenn die Birler mit reinfallen, spielt keine Rolle, wird sowieso angesiedelt. Wie gesagt, Mengenangaben, das wird es einfach besser schmecken. Ihr müsst es einfach probieren, weil es euch am besten schmeckt. Dann gleich noch eine Sauerbratengewürze. Und Lorbeerblätter, so wie dankeschön Vater aus seinem Garten. Mein Lorbeer ist leider noch nichts. Jetzt bin ich beim Gartenmacher gewesen. Der wird erst nächstes Jahr was. Aber es ist immer gut, frischen Lorbeer nehmen. Das ist einfach ein anderer Geschmack. Frische Ware, das ist das Beste. So, den ganzen Brei, den lassen wir jetzt aufkochen. Mittlerweile habe ich jetzt auf Stufe 9 drauf. Das lasse ich jetzt einmal aufkochen. Und dann wird das nochmal angeschmeckt, ob es sauer ist oder ob du es salziger haben willst. Das musst du einfach ein wenig probieren. Und das ist dann praktisch das Eisbein, oder? Das habe ich heute besorgt. Da würde ich nicht alles brauchen, das werden wir jetzt dann sehen. Das kommt halt drauf an, wie viel Gelee das ich brauche. Wenn man jetzt das Problem hat, dass man zwingend Eisbein genommen hat oder allgemein zwingend Gelee erwischt hat, dass das Ganze zu wässrig ist am Ankühlen, dann gibt es dann die Möglichkeit, dass man das beim erneuten Hitze, das musst du machen, wenn du es dann in Teile einfüllst, dass du dann ein Gelee-Pulver mit reinlässt. Bin ich zwar nicht der Freund davon, aber das hilft halt einfach, weil du weißt vorher nicht, landet mir der Gelee oder ist noch zu wässrig, dann machst du es halt ein wenig dem Sülzepulver rein, das ist so jetzt da, jetzt kommt es mit rein da, dann passiert eigentlich nichts, dann wird das schön fest. Da ich aber nicht jetzt gleich rein, sondern beim zweiten Mal aufkochen, das sehen wir jetzt dann gleich. So, man sieht jetzt, es kocht jetzt voll auf. Das war gerade auf Stufe 9, ich habe jetzt mal zurückgedreht auf 7. Also das ist schön gekocht. Jetzt da fahre ich ein wenig zurück einmal. Mei, das riecht ja schon wunderbar. Ich sag's euch, Geruchfernsehen ins Gabert, ein Traum.
Und dann wird das Ganze einfach angeschmeckt. Jetzt kann auch sein, dass mir was fehlt. Also mir ist es auf jeden Fall nur zu mild. Ich meine, das ist ein Haufen Wasser. Was ich vergessen habe, wenn man was Saures kocht, wie saure Zipfel oder sowas, ein Prise Zucker kannst du immer in eine saure Sud. Das ist wurscht, ob das Brotwürst sein oder Salz. Ein Zucker ist bei saure Speisen nie verkehrt. Wie gesagt, mir ist das generell zu mild. Ich tue jetzt praktisch nur ein wenig Essig rein. Dann tue ich noch ein wenig Brühe rein. Mit dem Ding spare ich jetzt einmal noch mit dem Sauerbratenwürz, weil das schmeckt dann gerne einmal vor. Also da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber für die Würzen da jetzt eine Brühe noch ein. Und nochmal ein wenig also Essigwasser von den Gurken. Leicht noch ein wenig Pfeffer. Dann rühren wir das Ganze um. Jetzt fahre ich nochmal auf mit der Temperatur. Und für andere Zuschauer, ich bin noch in der Oberpfalz da und der Bayer redet grundsätzlich nicht Hochdeutsch. Also, sorry, wenn ihr es nicht versteht, aber es ist halt so bei uns in der Oberpfalz. Der Oberpfälzer, der ändert sich nicht gern. Dann fahren wir nochmal auf, dass es heiß wird. Wo ist noch mein Löffel? Probieren wir mal. Ja, kann schon nur wegen Essig. Man sieht es auch selber. Das schaut viel aus, ist aber durch das Haufen Wasser gar nicht so tragisch. Also lieber öfter einmal einen Schuss sein, als will gleich eine ganze Flasche am Anfang, ist ja logisch, weil Wasser bringen da ist nicht mehr. Wie hat er gesagt, die Ehe ist wie ein Radler, ein Bier und ein Limo, wenn es zusammenschützt, das bringst du nicht mehr auseinander. Und so ist es da auch, wenn der Essig drin ist, dann ist er drin. Und wenn du zu viel drin hast, dann kannst du deinen Sud wegschmeißen und von vorne anfangen, ist ja logisch. Also, der Essig, der hat nochmal Note, das war jetzt so wichtig. Ihr könnt es auch selber ausprobieren. Man kann da jetzt zum Beispiel einen Schuss Zitronensäure noch rein, dass er einen Pfiff kriegt, mache ich allerdings nicht. War bloß vielleicht einmal ein Pfiff am Rande. Und jetzt taucht er dazu. Also, es darf schon hinten ein wenig in der Gurgel ein wenig satt anbrennen. Spielt keine Rolle. Jetzt kommt das Eisbein rein. Jetzt mal so erst einmal schauen, wie viel. Weil der Deckel soll ja nicht überlaufen. So, gibt schon Wingen. Wie gesagt, kauft es lieber ein wenig mehr, weil das, was euch überbleibt, mein Gott, das bleibt es, dann macht es halt nur mal ein Salz. Zum Thema Salz: Salz ist eigentlich immer eine gute Brotzeit, aber vor allen Dingen in der Winterzeit oder wenn es kälter wird, wie jetzt im November, da ist Salz eine austreibende Brotzeit und ihr braucht keinen Kühlschrank nicht zum Aussalzen, weil das stellt einfach da in den Keller oder was, was kalt ist. Oder wenn ihr jetzt einen Schupfer habt, da wo keine Fächer rein, dann könnt ihr das Essen hinstellen, dann ist der Salz ruckzuck fest. Ich hätte jetzt gerne noch einen Fessel ein, jetzt weiß ich nicht, ob ich es einbringe, weil man sonst überläuft. Oder wenn es geht. Ja, wie gesagt, ich bringe da alles nicht mehr. Ich brauche aber den Sud, weil ich will da mehr Dollar machen. Also gehe ich jetzt wieder auf den Tipp vom Anfang an zurück. Wenn ich jetzt ein wenig Eisbein drin habe, dann muss ich halt das Salzpulver noch mit rein. Da. So, in dem Sud, da ist jetzt alles drin. Das Eisbein und die Gewürze im Fond. Der kocht jetzt auf, ihr seht es ja, das blubbert jetzt ganz schön, ich mache jetzt den Deckel nicht mehr auf. Jetzt fahre ich zurück auf, naja, fahre ich mal auf Stufe 3 und lassen wir das jetzt 3 Stunden hinkochen. Jetzt schauen wir auf die Uhr, jetzt ist es 3:45 Uhr. Also man sieht jetzt, wie der Sud kocht. Mittlerweile haben wir jetzt 2,25 Stunden. Der Geruch ist hervorragend
Oben zieht man schon das Fett und ein wenig das Gelee schwimmen wir am Wasser. Ich mache aber jetzt auch, weil durch den Wasserdampf darf man dann nichts mehr sehen jetzt. Ich denke jetzt einmal noch so eine Dreiviertelstunde, wird es jetzt noch leicht köcheln lassen. Dann darf es soweit alles fertig sein. Also der Sud hat jetzt über 3 Stunden gekocht. Mittlerweile ist er jetzt ein bisschen schon angeholt. Ich habe ihn einfach mal drin lassen. Und dann haben wir als erstes einmal Schwarteln essen. Schwarteln sind praktisch als Eisbein. Das fische ich jetzt einfach ganz normal essen. Das hat sich jetzt richtig ausgekocht. Ja, die Schwarteln, wenn man dann am Wald ist, kann man so einen Fuchs hinschmeißen. Ich bin kein Hundehalter nicht, aber vielleicht kann man es auch einen Hund geben. Vielleicht machen wir es. Vielleicht möchte sie das selber probieren. Der Schwartl. Jetzt ist er schon mal warm, der Sud. Aber er hat jetzt schon länger nicht mehr gekocht. Richtig heiß. Dass er das alles vom Boden lösen kann. Setzt alles hoch. Geht wunderbar weg von den Bäumen. Dann hat es richtig heiß gekocht. Soll jetzt angenehm röchen, schön sauer, der Duft ist wunderbar. Vom Sud selber habe ich fast nichts verloren, da war immer der Deckel dran, das ist also praktisch nur viel verdampft. So, bevor wir auf den Rosen. Probieren wir nochmal, weil jetzt können wir noch würzen. Hinten noch ist es ein wenig schlecht, weil wir es dann schon gezippt haben. Weiß ich nicht. Vielleicht muss ich es nochmal aufkochen lassen und Sauerbraten würzen wir mal rein da. Jetzt schmeckt man natürlich ein bisschen das Schweinefleisch, das soll also sein. Das Fett schwimmt oben, weil das Schwarten ausgekocht ist, einwandfrei. Gut im Abgang, schön sauer, nicht so rass. Dann wird es einfach abgesippt. Ein Feinsieb nehmen, damit auch die Senfkerne und alles schön sauber ausgesippt wird. Leider habe ich keinen zweiten großen Topf zur Verfügung im Moment. War natürlich einfacher. Das sieht, der Sud ist abgesaugt. Ich habe jetzt den Topf, wenn man sieht, habe ich jetzt sauber gemacht, damit nichts mehr drin ist. Bloß schon wieder Wasser ausgeschwenkert. Und jetzt tue ich praktisch den Sud wieder retour, damit alles im Eintopf ist. Wichtig ist nicht in eine Schüssel rein oder sonst was, sondern wieder im Topf. Warum? Das ist ja ganz klar, das sulzt jetzt zusammen, das wird fest, im besten Fall ganz fest. Und dass das wieder flüssig wird, wenn man es auch wieder erhitzen. Das heißt praktisch, du brauchst es dann wieder in den Topf. Und wenn das Ding in einer Tupperware zum Beispiel fest wird, dann hast du scheißen Vierte. Der fertige Sud, der angesiebt ist. Den habe ich jetzt bei mir im Keller, 30. November, wir haben mittlerweile schon Minusgrade. Das Fenster habe ich jetzt gekippt, da herin hat es jetzt vielleicht 8 oder 12 Grad, das ist einwandfrei und dann lassen wir das jetzt einfach über die Nacht stehen. Also es ist jetzt der nächste Tag, die Gelatine ist kalt. Oben sieht man jetzt die Fettschicht, die darf man jetzt unterschöpfen, ganz einfach mit einem Löffel oder mit einer kleinen Suppenschöpfkelle. Damit einfach die Sulze, wenn das Fleisch ist, klar ist. Eingangs schon gesagt, ich habe jetzt eben auch das Problem, dass die Sulze zu wässrig ist. Das heißt, ich muss leider jetzt mit einem Sulzpulver noch nachhelfen, damit die Sulz schön fest wird. Das Fett ist jetzt entfernt, das sieht man hier im Topf. Somit ist dann die Sulze etwas klarer. Ich habe jetzt schon oben eingeschalten, das wird jetzt leicht erhitzt. Ich gebe jetzt gleich das Sulzpulver dazu, nochmal, dass die Sulz fest wird und
Wichtig ist, dass das dann nicht mehr kocht. Das soll halt erhitzt werden und abkühlen, aber auch nicht mehr kochen. Also man sieht jetzt, die Sulz ist jetzt leicht warm. Die bewegt sich ganz leicht. Ich habe jetzt zwei Packerl Salzpulver noch mit rein, weil ich habe, ich denke mal, so gute 3 Liter. Ich brauche aber nicht so viel, weil ich das Gelee ausgekocht habe. Ich meine, die Mengenangaben stehen ja auf die Packerl drum. Zu der Einlage zu der Sulz habe ich folgende Zutaten. Einmal Eier in Scheiben. Zwiebel in Ring geschnitten und Essiggurken in Scheiben geschnitten. Und der Braten, der kalte, in Scheiben geschnitten und Paprikastreifen. Zum Einlegen selber wichtig ist, dass man, bevor dass man die Einlagen einlegt, erst einmal den Boden mit ein bisschen Sud bedeckt. So hat den Sinn, dass das Fleisch nicht unten am Teller obacht oder die Zutaten. Und dann garniert man das alles nach Belieben. Ich nehme jetzt ein Unschein Fleisch, dann nehme ich ein Stück Ei, Gurken, Zwiebeln, schaut halt schön aus mit den Paprika, ein bisschen bunt durch Einlagen. Und dann, wenn belegt ist, wird einfach der Teller voll gedeckt. Wichtig ist, dass die Einlage im Sud verschwindet, damit die Sherry fest wird. Für die schönen Sachen kann man jetzt noch schön hingarnieren. Wichtig ist, dass es schmeckt. Ich meine, das Auge ist zwar mit, aber Hauptsache der immer passt. Das ist jetzt die Ausbeute. Ein bisschen Sud hätte ich noch gehabt. Ungefähr so viel. Aber leider war der Braten ein bisschen zu wenig. Ich hätte ein bisschen ein größeres Stückchen nehmen sollen. Aber macht ja nichts. Die sind jetzt ein Zierdaler. Bin ich eigentlich zufrieden. Der Teller war jetzt im Keller bei ungefähr 8 bis 12 Grad. Alternativ könnt ihr es auch im Kühlschrank geben. Und das Ergebnis sehen wir jetzt da. Astreine Salz. Perfekt, fest und ein Geschmackel. Viel Spaß beim Nachkochen. Wenn es nicht klappt beim ersten Mal, keine Angst, es ist kein Malz von uns vom Himmel gefallen. In diesem Sinne, einen guten Tag.